Der Bundestag hat nach langem Ringen die Reform der Pflegeausbildung beschlossen. In Zukunft soll es für Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege eine gemeinsame Ausbildung geben. Außerdem müssen die Auszubildenden künftig kein Schulgeld mehr bezahlen. Und es soll auch ein Pflegestudium geben. Das soll den Beruf attraktiver machen. Es wird erwartet, dass 2025 bundesweit 200.000 Pflegekräfte fehlen.